Ich bin Julia Siegler und ich bin die Orchestermanagerin des Staatsorchesters Braunschweig. Der Film Licht, Stockhausens Legacy, handelt davon, dass das Werk Licht von Karl-Heinz Stockhausen, das ist ein Riesenopus, ein Riesengesamtkunstwerk, bestehend aus 7 Opern, eine für jeden Wochentag, zum ersten Mal in seiner Gänze aufgeführt werden soll. Wir sprechen da über 29 Stunden reine Musikzeit und Sachen wie ein Helikopterstreichquartett und also eine unglaubliche Menge an beteiligten Musikern, Technikern, verschiedenen Aufführungsorten. Und das war bisher nie möglich aufzuführen, wurde jetzt das erste Mal versucht und filmisch begleitet. Karl-Heinz Stockhausen ist für Menschen, die sich mit klassischer Musik beschäftigen, natürlich unglaublich wichtig. Alles, was wir heute an neuen Kompositionen haben, wäre so nicht denkbar ohne die Werke von Karl-Heinz Stockhausen. Witzigerweise ist er aber auch in der Popkultur und in der elektronischen Musik, in der Techno-Szene extrem prägend und wird auch gerne Papa Techno genannt. Außerdem ist Stockhausen auch auf dem Beatles-Cover zu Sgt. Pepper verewigt. Links oben ist ein kleines Bild von ihm und er hat auch die Beatles maßgeblich geprägt. Neben allen Menschen, die sich für neue Musik, die sich für Avantgarde interessieren und sowieso mit dem Werk von Karl-Heinz Stockhausen schon zu tun hatten, ist es meiner Meinung nach wirklich für jeden, der sich für Kunst interessiert, egal welche Kunst, eine extrem spannende Sektion einer Künstlerpersönlichkeit. Und dieses Gedanken des Gesamtkunstwerks und auch jeder, der sich mit Film auseinandersetzt, ist natürlich ein Fan des Gesamtkunstwerks und des Zusammenbringens verschiedener Genre und verschiedener Künste. Und Stockhausen hat das in seinem Werk Licht auf so ein hohes Niveau und auf so eine quasi unmögliche Stufe gebracht, dass das, glaube ich, für jeden, der sich für Kunst in irgendeiner Weise interessiert, sehr spannend ist. Und ich glaube, es ist einfach sehr interessant, sich mit diesem Menschen auseinanderzusetzen.